Willkommen zu einem Video zum PIC Aktien F14 K22 Programmieren in C. Jetzt wollen wir unsere BWM über ein Boti verstellen können, unseren Duty Cycle. Wir setzen also auf unser Video von zuvor auf und haben hier also unsere Pulsweitenmodulation auf einem Ausgang im Single Mode konfiguriert, geben unser Signal auf RC5 raus und haben also hier über das CCPR1 einen Duty Cycle von 66% eingestellt. Und wenn wir hier auf das Oszilloskop schauen, dann sehen wir hier oben die Pulsweitenmodulation, unten die Laufzeit-LED, die rauskommt alle 100 Mikrosekunden. Und jetzt wollen wir hier diese Duty Cycle verstellbar machen. Dazu werden wir als erstes wieder ein neues Projekt anlegen. Also, neues Projekt. Standalone, dann wie üblich unseren Prozessor PIC 18 E14 K22, keinen Debugheader, das PIC Kit 3 als unser Hardware Tool und wieder unser XC8 V1.45 und das Ding taufen wir jetzt PIC 18 E14 K22 Single BWM und jetzt dann noch dazu ADC DAC, und wir brauchen wieder unser Main-File, rauf, rechte Maustaste, Main-C, gleicher Name. Also Single BWM ADC DAC. Finishen wir das Ganze. Haben hier unser neues Programm. Machen wir es groß. Und das erste, was wir tun, wir werden also aus diesem das gesamte Single BWM Programm übernehmen. Also gehen wir mal in Single BWM rein, das wir vorher geschrieben haben. Gehen wir oben rauf und unterm Kopf holen wir uns die gesamte Konfiguration. Interrupt-Routine, Hauptprogramm mit der Initialisierung bis runter zur letzten Klammer. Und kopieren das Ganze in unser neues Projekt rein, unter den Kopf. Gehen noch ganz nach unten, müssen diesen Rest hier weglöschen. Und jetzt haben wir unser neues Projekt, indem wir entsprechend die Anpassung vornehmen werden, dass wir über den ADC die BWM steuern. So, hier haben wir die BWM-Initialisierung und wir haben zuvor ein Programm geschrieben, das heißt DAC-ADC. Und in das gehen wir jetzt hier rein. Und in diesem DAC-ADC haben wir also die DAC-ADC-Routinen hergerichtet und haben ein Boti eingelesen. Jetzt gehen wir mal hier unter in unser Void, in unser Main-Programm und suchen uns den Sektor, wo wir den ADC und den DAC initialisiert haben. Wir sehen also hier, das ist noch der Interrupt, den brauchen wir nicht, den haben wir ja im Programm. Aber hier die ADC-Initialisierung an RA2, die kopieren wir, ganze ADC, und drunter die DAC-Initialisierung, die holen wir uns auch, kopieren das Ganze, gehen in unser Single BWM rein, unter unser Duty Cycle laden und fügen jetzt die Initialisierung vom ADC und vom DAC ein. Also, jetzt haben wir die BWM, den DAC, den ADC, alles hier. Dann gehen wir wieder zurück in unser DAC-ADC-Programm und gehen rauf in die Interrupt-Routine. Und schauen wir mal, in dieser Interrupt-Routine haben wir noch das Taster einlesen, einen Assembler-Befehl, und hier geht es dann los mit dem ADC-Wert laden. Das heißt, wir kopieren also hier den ADC-Wert laden, es wird auf eine Variable geschrieben, Boti, und die Ausgabe auf dem DAC hier unten. Das kopieren wir uns, gehen also hier rein in unsere Interrupt-Routine, wo ja nichts drinsteht außer dieser Assembler-Befehl, fügen es also hier unter diesem Assembler-Befehl ein. So, ADC-Wert laden, jetzt holen wir uns also vom Kanal 2 vom ADC, von dem Boti, holen wir uns den Analogwert AN2,
haben es hier noch auf Boti zugeschrieben. Was noch fehlt, wenn wir es hier anschauen, wir müssen also hier oben noch eine Integer Boti definieren, habe ich vorher schon getan, schreiben wir also hier bitte nochmal rein, unter das Include Integer Boti mit einem Strichpunkt. Ja, und jetzt können wir beginnen, unseren Boti-Wert auf den Wert für unsere BWM zu übertragen. Dazu holen wir uns jetzt aus unserer BWM-Initialisierung das Register für den Duty Cycle, das ist also das CCPR1-Register, und fügen das in die Interrupt-Routine hier unter unseren DAC-Wert ein. Schreiben jetzt vielleicht hier oben nochmal dazu Duty Cycle über ADC. So, und wenn wir jetzt Folgendes tun, dass wir sagen, okay, unser ADC-Wert, der wird ja in der Variable Boti gespeichert, und wir machen statt 66, geben wir jetzt den Wert Boti hier rein, dann haben wir noch ein Formatsproblem. Und zwar, unser Boti-Wert, der ist 10 Bit breit, der bewegt sich also zwischen 0 und 1023. Unser Duty Cycle Register hat aber nur einen Wert von 0 bis 100. Das heißt, wenn wir jetzt 0 bis 1000 reingeben, können wir das Boti sehr wenig weit drehen und sind schon am Anschlag. Deswegen müssen wir diesen Wert jetzt etwas verändern. Wir werden den Wert also jetzt runterteilen. Wie teilt man, wie dividiert man das? Eigentlich sollten wir durch 10 dividieren. Dividieren durch 10 bei so einem Mikrocontroller geht nicht gut, aber dividieren durch 2, 4, 8 geht sehr gut. Das heißt, was wir jetzt als erstes einmal tun, wir werden dividieren über Schiebeoperationen. Und zwar, wenn wir rein einen positiven Wert, das heißt mit dem Rechtsschiebeoperation, können wir, wenn wir es einmal nach rechts schieben, haben wir von 1023 eigentlich die Hälfte herunter. Das ist also 512. Das ist noch zu viel. Schieben wir es noch einmal runter, haben wir 256. Schieben wir es noch einmal runter, haben wir 120, also 100, 125, das ist gut. Das heißt, wir schieben das Ganze dreimal herunter. Wenn wir es dreimal heruntergeschoben haben, dann wird das Boti halt etwas zu weit noch zu drehen sein. Es geht dann von 0 bis 126 und naja, 0 bis 100 werden wir auswerten. Schauen wir mal, wie sich das Ganze auswirkt. Also, mit dieser Änderung in unserem Programm werden wir jetzt das neue Projekt in den Mikrocontroller programmieren. So, machen wir das einmal. Und beobachten wir hier oben die Pulsweitenmodulation an unserem BWM-Ausgang. So, jetzt ist das Programm drin. Man sieht also hier unten, die Interrupt-Routine ist länger geworden aufgrund des Einlesens unseres ADCs. Jetzt werden wir noch auf die Webcam umschalten. Schauen wir uns einmal mit der Webcam das hier an. Wir sehen also hier hinten ein Boti. Und dieses Boti hier, das habe ich also hier verbunden mit diesem Analogeingang von vorher noch, von unserer ADC-DAC-Routine. Und dieses Boti, das werde ich jetzt hier verstellen. So. Und jetzt sehen wir, wenn wir auf das Oszilloskop schauen, dass sich die BWM verändert. Und zwar, wenn ich das Boti an den Anschlag bringe, so wie ich jetzt habe, habe ich die BWM 0. Und wenn ich jetzt aufdrehe, wird die BWM immer mehr ausgesteuert, solange bis sie 100 erreicht. Und jetzt kann ich noch etwas weiterfahren. Das ist dieser tote Bereich, der größer ist als die Zahl 100. Tut aber hier nichts, weil die BWM einfach eingeschaltet bleibt. Das heißt, wir fahren also hier zurück, können uns also hier verstellen. Was wir hier noch als zusätzliche Funktion in unserem Programm haben, wir können auch noch die Variable, das ist nicht nur die Laufzeitvariable, die ist vielleicht jetzt hier nicht mehr so interessant, aber wir können hier sehen, was der Mikrocontroller über den ADC-Eingang sieht, weil wir ja über den DAC ausgeben. Beobachten wir jetzt noch einmal das Verstellen hier, hier haben wir 0 und jetzt sehen wir unten die Ausgabe unseres DACs. Ah, eines ist vielleicht nicht schlecht, man müsste noch, damit das wirklich alles gut zu sehen ist, das BigKit abhängen. So, jetzt wird es gleich besser funktionieren. Das heißt, wenn ich hier ganz hoch fahre, das sind also diese 5 Volt, die und das ist 126 entsprechend, das geht runter, das ist der Totbereich und jetzt beginnt das Ganze. Ja. Und geht also hier runter und bei 0 ist es 0.
So, und damit haben wir das Verstellen unserer Pulsweitenmodulation über ein Benin-Element im Griff und könnten mit diesem Pulsstrom schon auf eine Motoransteuerung fahren und einen Chopper von 0 bis voll fahren lassen. Und damit hätten wir elementare Antriebstechnik bereits möglich. So, passt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.